Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island 2. Wir dudeln uns hier einen ab mit dem Affen. Und los geht's. Wir machen es nochmal nach. Und willst du mir nicht mal was vordudeln? Mach mal, flöte mal dein Ding. So, und weil das letzte Mal nicht geklappt hat, ob es gefällt oder nicht, habe ich doch tatsächlich jetzt geguckt, was ich hier falsch mache. Und der Grundton wird halt schon mitgezählt, war also gar nicht falsch von mir. Sonst könnte man ja meinen, man muss vier Finger auch betätigen. Und jetzt machen wir das einfach mal nach mit angeblich vorne rechts, vorne links, hinten links. Ja, komm. Ganzes Orchester. Oh, jetzt musste ich schon wieder gehen. Ach Mann. Jetzt hat das doch so schnell geklappt. Unglaublich. Können wir das nochmal machen? Nee, ne? Dö, 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 dö. Nee, das ist falsch. Das ist zu hoch. Jetzt habe ich das andere im Kopf. Na toll, wenn ich das andere schon nicht hingekriegt habe, wie soll ich das dann hinkriegen? Nee. Dö, 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 dö. Und dann muss man das ja, glaube ich, auch genau mit kurz-lang so machen. Bin mir nicht sicher. Nee, aber der Anfang war, glaube ich, richtig so. Der letzte ist ja ganz hoch. Nein! Oh. Muss ich ja den daneben nehmen. Das geht ja gar nicht anders. Ja! Yeah! Ach, Gott sei Dank. Toll. Was bringt das eigentlich, dass wir hier dem Affen irgendwas vordüdeln? Wenn der, muss der auf ganz grün kommen? Was ist, wenn ich das jetzt nochmal mache? Och, jetzt macht er wieder den Kram. Mhm. Hatten wir doch schon. Das klingt voll schön, aber ich weiß gar nicht, wozu das gut sein soll hier. Du kriegst jetzt erstmal einen Fisch, glaube ich, oder? Haben wir überhaupt noch einen? Ja, einen haben wir noch. Komm, der ist für dich. Hat der nicht schon einen bekommen? Nee, das war Amber.
Okay, was könnten wir ihm denn noch geben? Ich weiß es nicht. Blaue Farbe ist immer noch das Ziel. Ich habe keine Ahnung, wie wir an blaue Farbe rankommen können, denn das muss er ja vollenden, sein Werk hier. Aber mal eine andere ganz tolle Sache. Wir können angeblich mit dem Taschenmesser Mine aufschlitzen. Nein, wir können mit dem Taschenmesser den Korken aus der Flasche oder anders rauskriegen. Also auf jeden Fall brauchen wir den Korken. Aber ich dachte jetzt mit dem Taschenmesser. Mit was anderem? Okay, mit was dann? Mein Lieber? Ich will den Korken. Ach, wir sind Mi. Ja, alles klar, wir spielen ja Jep. Okay, das ist ja kein Wunder, dass das nicht geht. Mina, wo bist du? Panik. Wie geht's meinem kleinen Teufel? Wir haben ganz viel geflötet. Hast du uns flöten hören? Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben. Hat beim Ende des letzten Parts überhaupt nicht geklappt. Aber diesmal hat es besser geklappt. Bist du stolz auf mich, Mina? So. Taschenmesserkorken. Ja! 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 Sehr schön, so dass es Gegenstände kommen bei mir hierhin. Genauso wie das Taschenmesser, damit hier nicht die Ordnung verloren geht. Den Korken. Und den Korken, den kann man jetzt rot anmalen. Weil dann ist es ja ein Schwimmer für die Angel. Sonst ist es ja kein Schwimmer. Oh, ja, schön. Toll. Endlich haben wir es geschafft, unsere Angel mal hier zu bauen. Wo ist Nadel und Faden? Hä? Ich hatte doch ganz viele Stücke. Dann müssen wir uns noch mal welche machen. Ach, da ist doch rechts. Rechts ist doch einer. Und wir hätten auch immer noch uns Drähte. Okay, komm, pass auf. Hier. Und der Haken. Angel! Uhuhu! Angel! So, wir haben eine Angelrute. Natürlich können wir damit Fische fangen, aber eigentlich möchte ich das nicht, obwohl wir sowieso zurück müssten, um Ton zu holen. Für die merkwürdigen Zeichen auf dem Boden, um wahrscheinlich dann irgendwelche Abdrücke zu machen. Aber gehen wir doch erstmal ein bisschen angeln. Angeln. Das ist keine schlechte Idee, aber irgendetwas Herrn fehlt. Köder, merke ich gerade. Merke ich gerade. Ich habe gerade schon wieder so Geräusche gehört. Köder. Tada! Ho-ho-ho. Köder. So, jetzt können wir angeln. Das wird total lustig, Leute. Hier klicken, um deine Angelrute im See auszuwerfen. Sobald ein Fisch anbeißt, klicke noch einmal, um ihn aus dem Wasser zu ziehen. Halte die Maustaste gedrückt, solange die Anzeigeleuchte grün leuchtet. Sobald sie rot wird, lasse zeitweise los, um deinem Fang ein bisschen Schnur zu geben, sonst entkommt er nochmal. Hier klicken, um deine Auswählen, sobald ein Fisch anbeißt, klicke noch einmal, um ihn aus dem Wasser zu ziehen. Okay, immer drücken, wenn grün ist, ansonsten nicht. Ja, mach mal hier. Leg mal los. Jetzt soll ich da nochmal drücken. Hä? Kannst du das mal richtig machen? So richtig mit ausholen? Sie plöddert das nur so da rein. Muss ich jetzt warten? Habe ich nicht genug Geduld? Passiert aber gar nichts. Doch jetzt. Ah. Der Fisch hat sich befreit. Ich hätte schneller reagieren Achso, wenn grün müssen. ist, muss ich. Okay, also ich muss nur ein bisschen Geduld haben. Ja, ich habe ja noch nie geangelt. Leute, ich muss ja ein bisschen hier lernen. Also drücken, wenn er. Der Fisch hat sich befreit. Ich hätte schneller reagieren Aber ich habe müssen. gedrückt. Und wenn er rot ist, darf ich doch nicht drücken. Und wenn er dann nach oben geht und abhaut, was. Das wird jetzt auch noch ein Akt. Erstes Flötenspielen und jetzt auch noch Angeln. Ah, ich muss ganz viel drücken. Ah. Pass auf. Der darf mir nicht entkommen hier. Das wird ein Akt.
Okay. Ich krieg meinen Fisch. Ich krieg meinen Fisch. Ich will Fisch. Kann der mal weiter runterkommen? Dauert ja gar nicht lange. Kann ich gedrückt halten? Ah, ich kann gedrückt halten. Ich mache immer so mehrere Male. Ach, Scheiße. Weg. Ich habe zu stark gezogen. Oh, dann hat das mit dem Klicken aber besser funktioniert, obwohl man es so nicht machen soll. Aber dann geht es ein bisschen schneller. Komm nochmal hier. Rein damit. Au, das ist ja spannend hier. Angelspaß mit Mina. Angelspaß mit Mina. Sieh mal zu, du Fisch. Das schaffe ich, das schaffe ich. Muss nur aufpassen. Oh, er darf nicht entkommen. Na komm, komm, sei drin. Nein, 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 komm. Ich hab einen. Ich hab einen Fisch gefangen. Ja, toll. Komm, das müssen wir nochmal machen, auch wenn hier die Zeit voll flöten geht fürs Fischen. Ist voll unnötig eigentlich gerade, aber... Fischen. Einen für mich und einen für Jeb. Er ist weg. Oh. Ich habe zu stark gezogen. Habe ich gar nicht. Ich habe ganz so aufgepasst. Sehr, sehr schwierig. Aber nicht unbedingt schwieriger als das, als dieses Ameisendings-Gedöns mit dem Stock, wo man nicht rankommen darf. Es ist voll lange immer rot und dann geht er immer so wieder nach oben. Das nervt ein bisschen. Na komm. Rein ins Körbchen. Rein ins Körbchen. Komm beim nächsten Mal jetzt. Komm. Na komm. Wow. Wow, voll gut. Wir haben zwei Fische. Yep. Das ist der Hammer. Wo sind sie? Fische, Angel, Fisch. Toll. Ist der denn roh? Komm, das lassen wir erstmal. Wir sind ja beide noch im grünen Bereich. Das ist ja nicht nötig gerade, dass wir die essen. Aber was man hat, das hat man. Ich habe zwei Fische gefangen. So, wo ist denn jetzt hier unser Ton, den wir brauchen? Du sollst ja damit jetzt eigentlich nichts basteln. Ist ja Quatsch. Wo kann ich den nehmen? Wo habe ich den sonst genommen? Den Ton? Habe ich den... Ich will den... Ton? Habe ich den von hier damals auch genommen? Oder... Nee, ich habe den aus dieser Schlammgrube irgendwie genommen, ne? Weil hier kann ich den so gar nicht nehmen und dann behalten, ne? Nee, das ist ja doof. Nee, das war gar nicht hier. Dann muss ich ja wieder zurück. Kann der Jepp ein bisschen... Jepp kann bestimmt ein bisschen Ton holen. War das nicht hier im Schlamm? Ist hier Ton? Es ist dann natürlich schmutzig, aber das macht ja nichts. Nee, hier nicht. Aber vielleicht woanders. Ach, der Jepp kann vielleicht... Den haben wir natürlich schon lange nicht alleine gespielt. Vielleicht müssen wir das auch mal wieder machen. Weil der denkt sich, hey... Hey, du... Nicht?
Dann muss ich jetzt wieder zurück. Der muss ich ja jetzt erstmal waschen, weil uns wurde ja der Schwamm geklaut. Den kann ich jetzt immer nicht mehr so waschen. Total doof. Ich sag's euch. Mina. Komm her und lass dir die Ohren kraulen, Kleine. Ja, ich bin auch ganz putzig sauber. Es gibt noch etwas, was ich weiß, was ich vorher nicht wusste. Mal abgesehen vom Ton, den wir noch brauchen. Weiß ich, ja, ich weiß, wie man die da hinten rettet, hier auf der Seite. Und zwar bleiben wir dafür erstmal zusammen und wir können hier Kordel an Stück Band. Warte, das mache ich nochmal. Eins brauche ich nämlich noch. Wo sind die denn? Sag jetzt nicht, ich habe kein Stück mehr. Sag jetzt nicht, ich habe kein Band mehr. Ich habe keine Schnur mehr? Nein. Warte, dann baue ich die Angel auseinander. Ich brauche das nämlich, das Band. Wo ist denn jetzt mein Band? Habe ich gar keins? Ach, wie blöd. Oh, kannst du die... Doch, da ist doch ein Band bei, genau. Hier, das brauchen wir nämlich. Drei Stück Kordelschnüre. Und dann hat man nämlich ein Seil. Und mit dem Seil müssen wir jetzt mal Jepp rüberspielen. Und dann muss der halt irgendwie damit, kann der den wohl retten. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ja, super, wir können endlich das Baby retten. Dramatisch. Babyaffe, liebevoll. Oh. Ist der jetzt bei uns? Übergangsbereich. Findest du gesammelte oder hergestellte Gegenstände? Genau, beim Babyaffen. Okay, das Ding ist zusammengebrochen. Da können wir also nichts mehr machen. Und er freut sich jetzt, Mama-Affe. Guck mal. Ja, ja. Ich habe dein Baby endlich gerettet. Pech für dich. Das behalte ich jetzt, das Babyäffchen. Hier, nimm mal. Weil das so süß ist. Wir wollen Babyaffen haben. Hier, schenke ich dir deinen Babyaffen. Oh mein Gott, ist das schön. Wir haben den Babyaffen endlich gerettet. Das wird ja auch mal Zeit. So. Toll. Und da ist jetzt nichts mehr. Können wir hier was machen? Oder Mama ist weg einfach, ne? Okay. Gut, weil ich hätte jetzt gedacht, dass wir da vielleicht ja noch... Und Jeb? Dass wir denen noch irgendwie helfen sollen mit Essen oder so. Das Baby erstmal aufpäppeln. Also, dass ich jetzt drei Kordeln aneinander schnüdeln muss, damit ich da rüberkomme. Da, also... Manchmal denkt man einfach zu kompliziert, ne? Mit meinen Ellenstöcken hier und was ich nicht alles gedacht habe, was ich machen müsste. Aber okay, es ging auch einfach. Ist das Seil jetzt weg? Ja, ne? Wir haben jetzt gar keine Schnüre mehr. Das heißt, wir können auch gar nicht mehr angeln. Also war das taktisch ja ganz klug, das so gemacht zu haben. Nur was ist mit den Tieren los? Ich habe keine Ahnung. So, ans Wasser wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich Ton. Wir wollen Ton und ich weiß nicht mehr, wo ich das her hatte. Damals gab es halt diese Schlammgrube. Aber hier ja jetzt nicht mehr. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen irritiert. Wie wir das damals... Ja, damals... Hier ist das Schlammding. Da war aber nichts mit Ton. Das heißt, das kriegen wir doch nur von da hinten her, oder nicht? Oder... Oder unten am Strand. Das kann natürlich auch sein, dass wir wieder an den Strand müssen und da unseren Ton auch herkriegen. Vielleicht. Vielleicht ist es ja gar nicht so kompliziert. Und es ist viel näher dran, als ich denke. Und ich laufe immer falsch. Immer laufe ich falsch. So. Runter an den Strand. Vielleicht findet man ja hier auch irgendwie so eine Schlammgrube.
Ich habe sie nur noch nicht gesehen. Weil dann hätte man den Ton ja auch direkt hier in der Nähe, wo man es haben will. Da ist was zum Anpflanzen. Da ist das grüne Ding. Hier können wir nicht weitergehen. Schade. Ton. Termiten. Wasser. Brauchen wir auch eigentlich gerade nicht. Nee, hier gibt es keinen Ton. Ich muss den Ton nochmal. Ich suche den offline. Das ist ein bisschen einfacher. Gibt es noch irgendwas, was ich weiß? Nee, blaue Farbe weiß ich immer noch nicht. Tja. Da ist der eine Fisch. Da hinten haben wir den anderen. Der hier. Ach so, es gab größere und kleinere. Na gut, dann essen wir später den größeren und Jepp kriegt den kleinen Fisch. Ne? Weil Mina muss ja bei Craften bleiben. Und sie ist schon wieder... Ach so, ja. Ach ja, es geht ja nur Muschelkette oder Blume. So war das. So sieht's aus. Ja, Leute, es ist ein, finde ich, gar nicht mal so einfaches Spiel. Wenn man es wirklich versucht, ohne Lösung zu machen, finde ich das gar nicht einfach. Aber... Das ist die Herausforderung, nehme ich mal an. Und tja, wir haben ja hier auch, was ich nicht kapiere, ist, dass wir jetzt hier diesen Eingang gefunden haben, aber irgendwie nicht weiterkommen, ne? Also, man denkt, wenn ich hier reinklicke, denke ich immer, ich komme... Ja, wir kommen von der Seite, aber ich denke immer, das ist so ein Höhleneingang. Es ist unglaublich, wie oft ich gehen muss im Moment. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mal einen Kaffee trinken. So, ja. Es ist schwierig, aber ich finde es toll, dass wir das Affenbaby gerettet haben. Geangelt haben wir auch. Wir sind auf dem besten Weg, aber wir brauchen Ton. Dann können wir diese Formen machen. Was es mit dem Flötengedudel und dem Affen auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Und blaue Farbe brauchen wir noch unbedingt. Dann könnten wir ein ganzes Stück weiterkommen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.